Hey Leute, ich bin's Conny und heute habe ich drei coole neue Free Items für euch. Ich muss das Video jetzt ganz schnell fertig machen, weil ich bin gerade auf der Arbeit. Die Free Items bekommt ihr, indem ihr Pancake Empire Tower Tycoon joint. Ist halt ein Tycoon, wie schon im Namen steht. Das heißt, es dauert teilweise ein bisschen länger. Das erste Item kriegt man aber ziemlich schnell, und zwar die Pancake Party Mask. Ist halt eine Maske fürs Gesicht, finde ich, sieht sehr cool aus. Dann gibt es den Royal Tippy Topper, den setzt man sich auf den Kopf, auch ganz cool. Und dann den Bring Home the Bacon Pyjama. Und viele Leute mögen Layered Clothing nicht, ich schon. Und dementsprechend finde ich den jetzt ziemlich cool. Und ich hoffe, ich kriege das jetzt schnell hin, weil ich muss eigentlich arbeiten. Gehen wir mal schnell rein in Pancake Empire Tower Tycoon. So, wir sind drin, da steht, kauf deinen ersten Pfannkuchen, dafür folgen wir einfach den Pfeilen. Und kaufen uns unseren ersten Pfannkuchen. So, dann können wir hier einfach den Pfeilen folgen, gehen hier rauf und dann kommen da solche Dinger. Und die kann man einsammeln. Einfach diese, keine Ahnung, Kleckse, Orbs, was auch immer, das sind einsammeln. Gib deinen Yum-Yums. Okay, Yum-Yums sind das meinetwegen. Und dann geben wir die zum Beispiel hier der Eule. Die ist dann glücklich und die verwandeln das Ganze dann in Geld. Wunderbar. Einige geben dir mehr, andere weniger. Ist ja interessant. Für jedes Yum-Yum, das du mir gibst, gebe ich dir einen Dollar. Spiele sicher mit mir. Der hier gibt einen zu 20% mehr, aber zu 60% halt weniger. Und der hier zu 45% doppelt so viel und zu 55% weniger. Also ihr müsst ein bisschen gamblen, aber an sich, tut das jetzt nicht viel zur Sache. Wir sammeln diese ganzen Yum-Yums ein, holen uns dann von dem Geld neue Pfannkuchen. Und mit mehr Pfannkuchen kriegen wir mehr von diesen Bällen, die gedroppt werden, können dann wieder hier raufgehen. Großartig, Banane. Und da seht ihr, Abzeichen verliehen. Erstes Zusammenführen von Fidelity gewonnen. Das Abzeichen bringt mir aber noch kein Free-Item. Wie ihr Free-Items bekommt, eben habe ich ja die Eule gefüttert. Jetzt fütter ich einfach mal hier diesen Drachen. Yum, yum, yum. So. Und dann sammle ich hier nochmal ein paar Yum-Yums ein und fütter dann auch noch die Schildkröte mit dem Schaf drauf und habe dann die Pfannkuchen-Party-Maske freigeschaltet. Großartig, weil ich alle drei jeweils einmal gefeedet habe. So, ich soll mir jetzt einmal alle Pfannkuchen angucken. Ja, wunderbar, habe ich gesehen. Es gibt halt ein Tutorial, spielt das Tutorial, wenn ihr wollt. Um den Pyjama zu bekommen, könnt ihr hier zum Zelt hingehen und da wird dann stehen, yo, aktuell noch keine Rezepte. Ist in Ordnung, wir können hier aufs Logbuch gehen. Geht dann auf kostenlose Items und hier steht, erhalte drei Belohnungen aus dem Buch Rezepte des Erfolgs. Und das kriegen wir hin. Einerseits müssen wir hier 5 Minuten gespielt haben. Ich sammle hier erstmal diese Dinge ein, verkaufe die Dinger dann hier wieder ein bisschen und kriege halt Geld. 5 Minuten spielen ist die erste Sache, da könnt ihr einfach AFK rumstehen. Die zweite Sache ist es, Pfannkuchen zu kaufen. Ich weiß gar nicht, wie viele, ob man 5, 4 oder so kaufen muss. So, ich habe jetzt nochmal nachgelesen, ich muss 10 Pfannkuchen kaufen, sollte auch drin sein. Ich sammle hier mal die Dinger ein, fördere dann immer wieder irgendwelche damit, kriegt da unten Geld. Und für das Geld kann ich mir hier neue Pancakes kaufen. Theoretisch bräuchte ich nur einmal 900 und dann hätte ich Massenrabatt. Aber ich sammle hier erstmal wieder die ganzen Yum-Yums ein. Gib sie dem Drachen hier. 70% durch Chance gehittet, yeah. Oh, die Chancen, die verändern sich ja sogar. Das heißt, man muss da sogar immer ein bisschen gucken, was sich am ehesten lohnt. Guck mal, dir wird sich auf jeden Fall lohnen. Da will ich meine nächsten Pfannkuchen reinballern. Ich habe eine 75%ige Chance auf 1,5 mal so viel Geld oder abbezahlt. Ich habe aber nur einmal so viel bekommen. Auch nicht schlecht. Also von dem Geld kaufe ich mir jetzt natürlich nochmal einen Pfannkuchen. Und man muss für die letzte Aufgabe muss man seine Pfannkuchen auf Tier 4 upgraden. Und dafür müsst ihr halt hier einfach nur ein paar Pfannkuchen voll bekommen und könnt dann auf diesen Button gehen. Und dann sind Pfannkuchen, die hier so nebeneinander stehen, die werden dann miteinander vermischt und steigen im Tier auf. Ich weiß gar nicht, welches Tier diese Pfannkuchen hier haben. Sehe ich das in meinem Logbuch? Banane ist Tier 2. Jetzt gehe ich natürlich hier auf die besten Chancen. 80% für doppelt so hoch und nicht getroffen. Oh, machen wir dich. Gönn mal. Ja, sehr gut. Und ich glaube, ich hole mir mal schnellerer Verkaufspreis, damit ich halt schneller Geld mache. Weil aktuell dauert das echt ziemlich lange. Ich gehe hier schön rauf. Ja, schon viel besser. Und jetzt kann ich mir viel schneller einen Pfannkuchen hier leisten. Kann dann wieder ein paar Yum-Yums sammeln und nochmal auf den hier raufgehen. Ah, schlecht gehittet. Wenn wir schon dabei sind, kann ich auch einmal hier die schlechten Chancen wahrnehmen. Einfach nur, weil die Chancen sich dann ändern. Und zwar zu... Ah, die bleiben... Oh, ja, war gut. Vergiss es. Ich dachte, die Chancen ändern sich, wenn ich was kaufe. Gut, nächsten Pfannkuchen gekauft. Ich kann mir direkt die nächsten... Alter, wie viele Pfannkuchen kann ich mir denn kaufen? Abzeichen verliehen. Yeah. So, jetzt mischen wir die hier zusammen. Ich habe Socken freigeschaltet. Großartig. Ich kaufe mir noch weitere Pfannkuchen hier. Und die Pfannkuchen kann ich dann wieder zusammenmischen. Und habe nochmal Socken. Okay. Und einfach weiterzocken. Leute, ihr wisst nicht, was das für ein Stress für mich ist, dass ich das hier während der Arbeit mache. Aber immerhin kann man so viele Sachen nebenbei einsammeln. Und jetzt gehe ich kein Risiko ein. Sondern ich hole mir gleich alles für den besten Preis. So, mehr Verkaufsspeed. Das lohnt sich ja am meisten, habe ich festgestellt. Dann kaufen wir uns noch ein paar Pancakes. Oh, yeah. Geil. So, dann wieder zusammenmischen, zusammenmischen. Mehr ist nicht drin? Okay, muss ich wohl neue kaufen. Ah, die kommen dann da oben rauf. Wie gut ist das denn? Und dann wieder zusammenmischen. Ja, jetzt haben wir schon 2 Socken. Das ist gut. Hier ist, nimm mein Geld. Einfach so viel kaufen, wie ich kann hier. Sehr gut. Übrigens, nimm mein Geld. So. Guck mal, wie schnell das Geld dann hochgeht, wenn ich die Dinger kaufe.
Das lohnt sich so sehr. Dann natürlich hier nochmal die Dinger hier einsammeln. Dann können wir schon wieder mischen. Haben jetzt den Krabbenpfannkuchen. Sehr gut. Ich gehe mal auf Nummer sicher bei dem Homie hier. So, Krabbenpfannkuchen geben mir 300 Stück. Finde ich gut. Die 300 kann ich dann direkt hier wieder in neue Pfannkuchen stecken, die mir dann natürlich wieder neue Orbs geben. So, mehr Verkaufsspeed brauche ich gar nicht mehr, weil ich aktuell gar nicht so viele Orbs reinbekomme. Komm, ich gebe dir auch mal wieder 50-50 Chance und sogar gehittet. Sehr gut. So, davon kann ich mir gleich neue Pfannkuchen hier kaufen. Wenn hier gleich alles vollgestellt ist mit Pfannkuchen, guckt euch das an. Mmh, geil. So, jetzt kann ich erstmal die hier einsammeln und zusammenmixen. Bam, geil. Guckt euch das an, jetzt kommen mir richtig viele raus. Die stecke ich alle in die Eule, auch wenn die Chance ziemlich hoch ist, dass ich was Schlechtes... Oh mein Gott, 1,5%ige Chance, geil. So, sammeln wir hier nochmal alles ein. Haben 1200 Yum-Yums hier ausgeben, hier vielleicht ein bisschen schneller verkaufen. Bam, bam, bam. Und dann mixe ich wieder zusammen. Immer schön einsammeln, verkaufen und neue kaufen. Und da ich den Krabbenpfannkuchen schon habe, kann ich natürlich jetzt auch meine Rewards einsammeln. Deswegen gehe ich jetzt endlich mal rüber zu dem Zelt hier und sehe dann Rewards. Einmal Tier 4 Pfannkuchen freigeschaltet, Belohnung claimen, yeah. Dann 5 Minuten gespielt, Belohnung claimen und 10 Pfannkuchen gekauft, Belohnung claimen. Und damit haben wir dann unsere Pyjama-Maske. Und das Letzte, was ich noch machen muss, ist, die Pfannkuchen auf Tier 10 zu bringen. Das habt ihr vielleicht schon hier im Logbuch gesehen. Ne, Tier 15, oh. Tier 15 zu bringen, wie ihr schon im Logbuch gesehen habt. Und dafür müsst ihr halt einfach nur weiter zocken. Oh mein Gott, so viel, so viel, so viel, so viel. Hier alles in ihn stecken, auch wenn die Chancen schlecht stehen. Und, das Herz der Karten war nicht mit mir. Egal. Hier vielleicht ein bisschen schneller Dingskaufpreis. Verkaufen, 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 verkaufen. Schneller! Das muss alles sofort weg sein hier. Guckt euch das an. So, jetzt ist alles weg. Erstmal hier wieder Pfannkuchen kaufen. So viel wie möglich. Alter, guckt euch diesen Pfannkuchenstapel an. Jetzt hier wieder alles einsammeln und blub. Ich habe erst 2 Krabben für so viele. Obwohl, sind das andere Krabben? Nee, das sind die gleichen. Und dann halt einfach zocken, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich werde den Rest nicht zeigen, weil ich bin gerade auf der Arbeit. Ich muss das Video jetzt schnell schneiden. Schreibt mir in die Kommentare, wie viele Haare ihr habt. Bis dann und ciao.